Moin Leute von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch. Heute sprechen wir über die Subtle Drops, die durch Ingame-Spielzeit freigeschaltet werden. Und wie das Ganze aussieht, erkläre ich euch jetzt. Ihr bekommt beispielsweise, wenn ihr im Spiel irgendeine Aufgabe erfüllt habt, eine Random-Kiste, also eine Kiste mit zufälligem Inhalt, den ihr natürlich nicht bestimmen könnt. Was ich eigentlich ganz gut finde, würde ich mal sagen, denn das hat wie beim Überraschungsei einen kleinen Vorfreude-Effekt, würde ich mal sagen. Zum einen bekommt ihr dann eine Waffe, die zum Beispiel im Handling verbessert wurde und in der Feuerrate verschlechtert. Also das seht ihr mal an den kleinen Pfeilen, die entweder rot nach unten zeigen oder grün nach oben. Alles soweit ausgeglichen geblieben, nichts overpowered und so weiter. Das seht ihr ja, wenn ein Pfeil nach unten geht, einer nach oben, ist die Waffe halt nur mit anderen Einstellungen mal anzuzocken. Und das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Es gibt zusätzlich noch Kategorien, wie diese Waffen jetzt eingestuft werden vom Computer, also wie zum Beispiel, wie oft das jetzt geändert wurde mit den Pfeilen und diese Veränderung, dass das Handling verbessert wurde und dafür was anderes verschlechtert wurde. Also das wären zum Beispiel Enlisted für häufig vorkommende Waffen, wo nicht viel dran geändert wurde. Dann Professional, wo ein wenig dran geändert wurde. Und Elite, die eher selten sind und die schon ein wenig mehr verändert wurden. Da ja nicht nur ein Gegenstand wie die Waffe enthalten ist, sondern drei Gegenstände immer. Das könnte auch sein, dass zum Beispiel eine Waffe drin ist und zwei Charakteranpassungen, wie zum Beispiel neuer Helm oder eine coolere Sonnenbrille, ein neuer Handschuh oder ein neuer Exo-Anzug mit Tarnung und so weiter. Also alles wieder Sachen zum Anpassen des Charakters. Oder es könnte natürlich auch sein, dass hier zum Beispiel ein weiteres Orbital Care Package enthalten sein wird, das ihr dann im nächsten Spiel reinrufen könnt. Zum Beispiel ab Minute 4 könntet ihr da so ein Orbital Care Package reinrufen, was dann zum Beispiel ein extra Perk enthält, was ihr dann im ganzen Spiel verwenden könnt. Also das ganze Ende des Spiels könnt ihr mit diesem Perk rumlaufen. Und dann gibt es natürlich noch eine Sache, die drin sein kann in diesem Orbital Care Package. Das wäre dann eine Score Streak. Und diese Score Streak ist dann halt in der Kategorie Mittel eingestuft. Also ihr erhaltet dann bestimmt kein XS1 Goliath, dieses Monster oder so. Das würde ich mal nicht sagen. Ich denke mal eher eine UAV vielleicht oder eine Sentry Gun oder so. Das ist für mich eine Kategorie Mittel. Also da könnt ihr auf jeden Fall euch auf ein paar Sachen freuen und mit diesem Video verabschiede ich mich auch für heute und ich hoffe natürlich, dieses kleine Erklärungsvideo hat euch gefallen und wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch und ich bedanke mich natürlich noch für eure ganzen Likes in den letzten Videos, macht auf jeden Fall weiter so, dann wachsen wir auch weiter in der Armee, in der Yes und Friends Armee. Falls ihr noch andere Sachen zu Advanced Warfare erklärt bekommen haben wollt, schaut auf jeden Fall mal auf meine Playlist auf meinem Channel vorbei, da habe ich eine Playlist, da sind die ganzen Exo-Movements, die ganzen Perks, die Score-Streaks, Exo-Fähigkeiten und so, habe ich alles schon erklärt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und für mehr einfach abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auf jeden Fall wieder dabei seid und ich sage erstmal ciao, bis dann.